Harmoniegespräche. Klingt das gut? Ich denke mal schon. Und damit willkommen zurück. Wir haben noch ein paar übrig. Und ich habe mir gedacht, die gehen wir heute noch durch. Und dann werden wir sicherlich auch weiterkommen und noch ein paar andere Dinge erledigen können. Wenn wir noch ein paar Leute gegebenenfalls zur Kolonie 6 einladen, dann können wir uns Fioras Charakter zuholen. Eigentlich wollte ich mir hier noch Shulks Charakter zuholen. Dafür braucht man aber 4,5 Sterne. Ich habe jetzt wirklich alles gemacht, was ich in Kolonie 9 bis jetzt machen kann. Also wenn ich irgendwas übersehen habe, keine Ahnung. Mein Harmoniediagramm spricht, glaube ich, inzwischen Bände. Also es ist ziemlich voll schon für den aktuellen Stand. Nach den Events da im McConnis wird sich noch einiges ändern. Wir werden viele neue Quests freischalten und was weiß ich alles. Also da gibt es nochmal spannende Entwicklungen und dann kann man gleich eine ganze Menge neuer Dinge erledigen. Aber ich finde es ein bisschen schade, ne? Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel gemacht und mit allen Leuten vor allem geredet, zu unterschiedlichen Tageszeiten, nach unterschiedlichen Questfortschritt. Das muss man nämlich auch machen. Denn je nachdem kann es sein, dass man halt nochmal neue Quests bekommt, mit welchen Leuten man geredet hat. Und halt auch nach Quests, wenn ihr nochmal mit Leuten redet, ändern sich hier diese Links teilweise. Und dann stehen hier halt andere Sachen. Na, bei manchen ist noch so ein bisschen Frust am Start. Aber ansonsten sieht das schon ziemlich positiv aus insgesamt. Also gut, Leute, jetzt aber ab zum Harmoniegespräch mit Dunburn und Ryan, die Wächter. Sehen wir doch mal, was uns da erwartet. Verzeiht, dass ich dich um diese Zeit so plötzlich sprechen will. Kein Problem, was gibt's? Das kommt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber was hältst du eigentlich von Fiora und Schulk? Hä? Hä, einfach nur. Sag einfach, was du denkst, ja, komm. Was, wirklich? Was ich denke, wenn das mal so einfach wäre? Als ob meine Harmonie ist nach unten gegangen, what? Das hatte ich auch noch nicht, oh mein Gott. Wir hatten davor halt doch volle Harmonie, cool. Ich will einfach wissen, was du denkst, wenn du die beiden siehst. Das ist es ja, ich weiß es nicht mehr. Früher, als wir klein waren, wäre die Antwort einfach gewesen. Früher? Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Jetzt ist sie wieder voll, oh mein Gott. Das ist ja lustig. In letzter Zeit werde ich auch nicht mehr schlau aus den beiden. Ja, wenigstens bin ich nicht der Einzige. Es ist offensichtlich, dass sie sich sehr mögen, aber irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Genau dasselbe denke ich auch. Wenn ich mir die beiden ansehe, dann habe ich Angst. Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Ich wünschte, wir könnten ihnen entlocken, was los ist. Tja, die beiden verlieren wie üblich keinen Ton darüber. Sie könnten uns ihre Sorgen ruhig anvertrauen. Wir sollten in jedem Fall weiter für sie da sein. Auch wenn sie sich dazu entscheiden, uns nicht einzuweihen. Ja, auf jeden Fall. Egal, was auch passiert, wir werden für sie da sein. Sehr gut. Ausgezeichnet. Sehr erfreulich. Aber echt ganz interessant, trotz allem. Dieses kleine Gespräch, was könnte denn da im Argen sein, ha? Ist schon ein bisschen seltsam. Genau, wir wollen hier noch jemanden für Kolonie 6 einladen nebenbei, wenn wir schon dabei sind. Dabei können wir uns entscheiden. Hier drüben ist Maffy. Und da drüben ist Perrin. Aber wir können nur eine von beiden zu Kolonie 6 einladen, weil je nachdem hat die andere Person keine Lust mehr, zu Kolonie 6 zu kommen. Ich entscheide mich mal für Perrin, weil Maffy einfach ziemlich gute Harmonielinks hat zu anderen Leuten hier. Ach so, es ist schon wieder zu spät, ne? Ich glaube, ich müsste meine Zeit so auf 18 Uhr drehen. Wir gucken mal. So, wie sieht's aus? Ist dann Perrin noch da oder... Ah ja, hier, sehr gut. Genau, dann lade ich dich mal ein. Es gibt viel zu viele Wissenschaftler in dieser Stadt. Als einzelner Forscher halte ich kaum finanzielle Unterstützung. Größere Forschergruppen werden hier bevorzugt finanziert. Würde mich vielleicht nach Kolonie 6 einladen. Ich habe viel mehr drauf als diese Noppern-Wissenschaftlerin. Das werde ich euch beweisen. Wirklich, verspreche es. Jo, dann komm mal mit. Oh, wie fein. Ich bin euch wirklich dankbar. Endlich kann ich mich weiterentwickeln. Und ich kann forschen, frei von jeglicher Konkurrenz. Das macht mich zur Expertin, ganz gleich auf welchem Gebiet. Ich mache mich gleich auf den Weg. Besucht mich ruhig in Kolonie 6, aber stört mich nicht allzu oft. Sehr gut, damit haben wir eine weitere Bewohnerin bei uns. Monster machen die Umgebung von Kolonie 6 schon wieder mal unsicher. Ach, come on, wirklich. Ja, das können wir schon machen, kein Thema. Kümmern wir uns dann gleich drum. Ich wollte mal ganz kurz nachgucken, ob sich irgendwas verändert hat an Quests oder so. Nee. Es kann ja sein, dass ihr den dann wegzieht, dass da auch wieder irgendwas anders wäre oder so. Man weiß ja nie so ganz. Ich finde es übrigens immer noch lustig, wie wir Vanilla einfach überall mitschleppen gerade. Ist einfach so dabei. Vanilla einfach insgeheim entführt zum Bionis. Okay, ich guck mal, was wir noch offen haben. Und das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt sind mal Ryan und Charla dran. Was Ryan bedrückt.
Was bedrückt denn den armen Ryan? Erinnerst du dich an den Tag, als du mit Chuchu geschimpft hast? Pass auf, was du sagst und zeig etwas Respekt, hast du gesagt. Weißt du was? Ich fand das richtig toll. Toll? Und ich dachte, du wärst mir böse, dass ich ihn so angeblafft habe. Nein, gar nicht. Die Art, wie du geredet hast, hat mich an Geralt erinnert. Das war ein schönes Gefühl. Aha, daher weht der Wind. Schala, wer von uns beiden ist eigentlich der Stärkere? Geralt oder ich? Du mit etwas Glück, ach komm schon, ja. Ha, ich hab's einfach drauf. Ja, kämpfen ist wohl die eine Sache, die du wirklich gut kannst. Wie die eine Sache? Naja, ist doch wahr, oder etwa nicht? Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt, es war nur ein Scherz. Ich fand ihn nicht witzig. Oh je, natürlich weiß ich, dass du auch andere Vorzüge hast. Ach ja? Was denn zum Beispiel? Du bist irgendwie imposant, zum Beispiel... Irgendwie imposant? Was heißt denn imposant? Naja, ich meine, du wirkst irgendwie so väterlich. Väterlich? Ja, du würdest einen wunderbaren Vater für Chuchu abgeben. Moment, wenn ich Chuchus Vater würde, dann wäre Schala meine Torte. Moment, halt, da kann was nicht stimmen. Ryan, warum starrst du Löcher in die Luft? Sag nicht, dass du das ernst genommen hast. Das war ein Witz. Ich, aber natürlich nicht. Ich nehme dich nie ernst. Du bist knallrot im Gesicht und da findest trotzdem noch Ausreden. Ihr seid euch einfach zu ähnlich, du und Geralt. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Weißt du was, ich unterhalte mich wirklich gern mit dir. Und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Oh, danke. Ich meine, ich freue mich auch, Schala. Oh Mann, das ist schon echt witzig. Meine Güte. Eigentlich harmonieren die schon ganz gut zusammen. Auf eine sehr witzige Art und Weise. Ich mag das. Ah, Ryan und Dunben. Sehr gut. Nehmen wir doch auch gerne noch mit. Das Erbe des Monado. Der Erbe, so rum. Was ist los, Dunben? Es muss schmerzhaft sein, seine Heimat zu verlieren. Ich bin froh, dass uns diese Erfahrung erspart geblieben ist. Ja, du redest von Kolonie 6. Ja, es hätte uns genauso treffen können wie sie. Ach, come on. In meiner Verletzung war ich keine besonders große Hilfe. Das weiß ich selbst und ich brauche keine Aufmunterungsversuche. Ach Gottchen. Hey, so war das nicht gemeint. Wir alle bewundern dich, ehrlich. Du bist der Held der Schlacht im Schwerttal. Ich danke dir für dein Wohlwollen. Trotzdem habe ich nicht Kolonie 9 gerettet, sondern Schulk. Stimmt. Ich glaube, diesen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich dachte, ich sehe nicht recht, als Schulk plötzlich das Monado hielt. Ja, er führte das verfluchte Schwert, als sei es ein Kinderspiel. Oh, Ryan, hast du eine Ahnung, was der Träger das Monado auf sich nimmt? Nein. Sieh dir meinen Arm an. Eine solche Verletzung kann jeden blühen, der das Monado trägt. Wärst du bereit, ein solches Opfer zu bringen? Leider verstehe ich dein Verlangen nach dem Monado nur zu gut. Es wäre gelogen zu behaupten, ich hätte nichts Ähnliches gedacht. Dunben, aber das Monado kann und will nur von Schulk geführt werden. Deshalb müssen wir uns anderweitig nützlich machen. Es gibt Aufgaben, die nur wir erfüllen können. Zum Beispiel, wenn Schulk das Schwert ist, dann betrachte dich als seinen Schild. Ich versuche, ihn mit meiner Erfahrung zur Seite zu stehen. Du hast recht, so kann ich meinen Teil zum Erfolg beitragen. Danke für deinen Rat. Nicht doch. Ich wünschte, ich hätte dir Hilfreicheres erzählen können. Ja, typisch Dunben, danke trotzdem. Was haben wir denn hier? Ah ja, Schulk und Schala, ha? Huh? Okay. Ein Blick in die Zukunft. Kann ich dich etwas fragen, wenn du diese Zukunftsvision hast? Wie fühlt sich das an? Schwer zu beschreiben. Es ist, als würde man mich zwingen, einen Traum zu träumen. Einen Traum? Interessant. Was für eine seltsame Gabe. Ja, für Außenstehende muss sich das wirklich seltsam anhören. Beneiden? Ich kann es noch nicht glauben. Ist schwierig. Was passt denn? Oh, wie? Du glaubst mir nicht, Charlotte? So war das doch nicht gemeint, Mann. So meinte ich das nicht. Wie dann? Es klingt alles so unbegreiflich. Ich kann auch immer nicht fassen, dass du über diese Kraft verfügst. Oh, verstehe. Ehrlich gesagt geht es mir nicht anders. Ich habe meine Gabe selbst noch nicht so richtig begriffen. Wenn du die Zukunft sehen könntest, Schala, welche Vision würde dich am glücklichsten machen? Chuchus Hochzeit, der Wiederaufbau von Kolonie 6. Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder in Kolonie 6 leben können.
Sie war eine so schöne, lebhafte Stadt. Ich vermisse sie sehr. Schade. Und außerdem würde ich zu gerne wissen, wer in der Zukunft an meiner Seite in Kolonie 6 leben wird. Was wolltest du sagen? Oh, nichts. Schuck, ich kann zwar die Zukunft nicht sehen, aber ich glaube fest daran, dass ich Kolonie 6 wiedersehen werde. Eines Tages wird sie einen alten Glanz erstrahlen. Daran glaube ich auch, Schala. Ganz bestimmt wird sie das. Selbstverständlich, wir werden uns auch bald wieder darum bemühen, natürlich. Das ist auch klar. Alles klar. Stilles Interesse. Wow, die Landschaft ist hier ganz anders als am Fuß des Bionis. Wann sind diese Formationen wohl entstanden? Ich kann mich gar nicht satt sehen. Dann, wenn findest du das gar nicht interessant? Doch natürlich. Mir ist keines deiner Worte entgangen. Na, dann ist ja gut. Du sahst so abwesend aus. Du sprachst davon, wie sich diese Landschaft geformt hat. Ja, so ungefähr. Wenn dich was nicht interessiert, schaltest du einfach ab, oder? Mache ich diesen Eindruck auf dich? Ja. Bekommst du überhaupt mit, was in der Kolonie so angesagt ist? Zum Beispiel dieses neue Essen, nach dem alle ganz verrückt sind? Nie davon gehört. Ach, du meinst... Nee, mach mal das dann. Oh. Siehst du, das meinte ich. Was dich nicht interessiert, geht einfach an dir vorbei. Wäre es von Nutzen, wenn ich mich für sowas interessiere? Natürlich. Es wäre doch schön, mit Fiora über so etwas reden zu können. So habe ich das noch nie gesehen. Naja, aber ehrlich gesagt bin ich auch nicht immer auf dem neuesten Stand. Ach, und du machst mir Vorwürfe? Ich habe eine Idee. Ab heute achten wir beide mehr auf die neuesten Trends und reden weniger über Geologie oder Shatter. Nein, oh Gott, nein. Warum? Was hältst du davon? Oh, ein gewagter Schritt. Das könnte unterhaltsam werden. Nein, verstanden. War auch die maximale Harmonie hier. Oh mein Gott. Nein. Intelligente Gespräche. Hallo, was soll das? Nicht über Trends reden. Guckt euch mal den Trend-Tab auf YouTube an. Findet ihr das toll? Hallo? Geht's noch? Da wird einen wieder untergejubelt, dass man doch auf Trend-Content gehen sollte. Und das in Xenoblade. Egal. Wir machen weiter. Sehen wir mal, wo es uns als nächstes hin verschlägt. So, da sind wir bei einem wahrscheinlich viel erwarteten Gespräch sogar, nämlich Melia und Schulk, Leute. Also wenn das mal keine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. So nah und doch so fern. Ja, das fasst, glaube ich, viel zusammen, okay? Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Ansage. Ich war so überrascht, als ich erfuhr, dass du eine Prinzessin bist. Das hätte ich nie gedacht, Melia. Verzeiht, dass ich es so lange vor euch verbarg. Ich wollte es euch sagen und wartete auf einen guten Zeitpunkt. Ich hätte es an deiner Kleidung erkennen müssen. Kleide ich mich anders als andere Damen? Ja komm, mach doch das untere. So normal ist was anderes. Nee, ich meine... Es stört euch nicht tatsächlich, das ist überraschend. Ich weiß nicht, was andere Damen tragen, da war ich besorgt. Mir ist noch nicht wichtig, was du trägst. Mag dich so, wie du bist. Ob du jetzt Prinzessin bist oder ein einfaches Mädchen. Wir sind Freunde und deine Herkunft spielt da keine Rolle. Eure Worte erfüllen mein Herz mit Wärme. Es macht euch also nichts aus, dass ich anders bin? Das spielt keine Rolle. Macht es dir denn was aus? Es ist immer schwierig. Ich meine, das untere wird auf jeden Fall passen, ne? Macht es dir denn was aus, ist natürlich irgendwo eine interessante Frage. Aber es könnte jetzt schon wieder zu offensiv wahrgenommen werden. I don't know. Es spielt halt keine Rolle. Gut, ich bin froh, dass ihr so denkt. Würdet ihr mich bitte immer daran erinnern, wenn es nötig ist? Schließlich sind wir Reisegefährten. Aber ich bin mir nicht immer so sicher wie ihr, Schulk. Manchmal blicke ich geradezu mit Neid auf unsere Gefährten. Echt, warum das denn? Alle gehen so ungezwungen miteinander um. Sie sind alle sie selbst. Ich aber wuchs als Mitglied der Kaiserfamilie der Hochentia auf. Du lebst aber nicht mehr in diesem Palast, du bist frei. Versuch es doch gleich hier, versuch frei zu sein. Mach einfach irgendwas. Keine Sorge, ich erzähle auch niemanden davon. Ihr meint hier? Jetzt? Das fällt mir schwer, ich bin noch nicht bereit dazu, Schulk. Du musst dich nicht zwingen. Sei einfach du selbst, wenigstens für mich. Das werde ich versuchen. Vielleicht wird es mir eines Tages auch gelingen. Hoffentlich sogar bald. Für mich? Ich weiß nicht. Es stimmt schon eigentlich manchmal von der Dialogführung, die unter vier Augen, whatever. Das ist jetzt noch eine Trophäe, okay. Ich meine... Es ist schon irgendwie so, dass die Entwickler, glaube ich, sehr mit den Gefühlen der Spieler spielen.
Und das sollten sie vielleicht manchmal nicht tun. Weil das stimmt schon, das wirkt halt schon, wenn man so zwischen... Also, es wirkt halt schon so, als wäre da mehr. I agree. Weil es so oft immer wieder als Thema angesprochen wird und ja, irgendwie stimmt das halt schon. Also, ich meine, die Dialogführung ist einfach so, dass sie es irgendwie offensichtlich macht, aber es ist nicht offensichtlich, weil anscheinend doch nicht mehr dahinter ist. Es ist aus dem Grund super seltsam. Okay. Wie auch immer. Es ist schräg jedenfalls. Okay, ich werde in Alkama ein bisschen was machen. Ich will mich auch nochmal mit allen Leuten reden. Ich habe mich gerade nebenbei so eine Quest vorhin noch angenommen auf dem Weg hierher, die ich vorher irgendwie nicht annehmen konnte, weil ich einfach jemanden angesprochen habe. Und dann ist mal wieder einfach so ein Ausrufezeichen aufgeploppt. Also denkt daran, immer mit allen sprechen, selbst wenn die kein Ausrufezeichen haben, nur die grünen Punkte abdecken auf der Karte, die ihr hier dann seht, ne? Linken Stick einmal reindrücken, da habt ihr immer schön die große Karte. Und dann könnt ihr das hier problemlos machen. Das heißt, ich erledige diese Quest jetzt und danach geht's wahrscheinlich zum Arm, wo wir noch ein Harmoniegespräch mitnehmen und hoffentlich können wir den Charakterzug von Viola schon freischalten. Der ist nämlich extrem heftig. Also der ist richtig, richtig krass. Das werdet ihr dann alles noch sehen. Aber jo, bis gleich. Und da sind wir nun wieder am gefallenen Arm und ich habe sehr viel gequestet. Es ist ein bisschen durcheinander am gefallenen Arm zu questen, ne? Denn es gibt sehr viele unterschiedliche Zeiten und es gibt sehr viel mehr Machina, als einem vielleicht erstmal bewusst ist. Das heißt, schaut euch viel um und ihr seht, ich habe jetzt tatsächlich schon meine 5 Sterne und da hat sich noch einiges getan. Das ist sehr, sehr cool und ihr müsst auch wirklich fleißig sein, denn wenn ihr sehr fleißig wart, dann könnt ihr hier ab 18 Uhr Carlos treffen, der dann eine Quest hat, die uns den 4. Charakterzug für Fiora gibt. Und dieser Charakterzug ist der absolute Hammer. So ein Mist, wo kann es nur sein? Ich habe so lange nachgesucht, vielleicht sollte ich aufgeben. Darf ich fragen, wo der Schuh drückt? Moment, die Stimme kenne ich doch. Fiora, tatsächlich, du bist es. Was, du bist es, Carlos? Wir dachten, du seist tot. Du hast die Schlacht im Schwerttal also überlebt? Was für ein Glück, dass du noch am Leben bist. Ich bin vom Schwert gefallen und danach hier im Dorf gelandet. Die Dorfbewohner haben mir alle sehr geholfen. Wirklich, das ist ja unglaublich. In der Kolonie werden alle überglücklich sein, das zu erfahren. Es ruft jetzt aber wirklich einige Erinnerungen wieder wach. Ich habe dich nicht gesehen, seit die Truppe mich angeheuert hat. Siehst ganz anders aus. Ich bin schwer beeindruckt. Seitdem hat sich einiges geändert. Aber zurück zu dir, stimmt irgendwas nicht? Ach so, hätte ich fast vergessen, vor lauter Wiedersehensfreude. Ich habe etwas für mich sehr Wichtiges verloren, ein Schwert. Auf dieses Schwert habe ich einen Eid geleistet. Zusammen mit meinem besten Freund bei der Truppe. Was ist mit dem Schwert passiert? Ich muss es verloren haben, als ich von oben heruntergefallen bin. Seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Darf ich dir helfen? Es würde mir viel bedeuten, wenn ich das für dich erledigen könnte. Das Schicksal muss uns wieder zusammengeführt haben. Und ich bin sicher, dass ich das Schwert finden kann. Ha, du bist ja wie früher, Fiora, trotz jeder Gefahr. Kein Wunder, dass Vangar dich in der Truppe haben wollte. Hör mal, ich bin jetzt erwachsen. Ich mach das, weil ich dir helfen will. Ja, tut mir leid, Fiora. Ich bin nur froh, dass du noch den süßen alten Fiora-Charm hast. Aber gut, willst du das Schwert wirklich für mich suchen? Das Eidschwert. Genau, die Energierohrruinen. Du wirst es im Handumdrehen wiederhaben. Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, Fiora. Such am besten zuerst am Handgelenk des gefallenen Arms. Ich sehe mich in der Zwischenzeit erstmal woanders um. Einverstanden? Genau, also, das ist jetzt ein Gebiet, da komme ich nur hin mit dem McConnes-Schlüssel. Und diesen Schlüssel bekommt man erst, wenn man hier sehr fleißig war am Questen. Dann kriegt man den McConnes-Schlüssel und kann quasi irgendwo ein Tor öffnen, so das aussieht. Ja, sieht wohl so aus. Ich gehe mal darüber. Ich schätze mal, dass irgendwo da drüben die Tür ist. Sehen wir mal. Der Questmarker sollte uns ja hinführen. Das sieht doch auch schon ziemlich vielversprechend aus. Lieber Questmarker, führe uns zur Tür. Ah ja, hier. Hm? Druckkontrollgerät. Dann können wir den Weg öffnen. Interessant. Tatsache, ein neuer Weg nach oben. Da ist es, das Eidschwert. Also eigentlich mega easy, einfach das Ding abholen und du kriegst den Charakterzug. Also besser geht's ja gar nicht, ne? Weiß jetzt gar nicht, ob im Anschluss noch was kommt, aber eigentlich müsste das die Quest schon sein. Carlos, dieses Grinsen hast du etwa. Das Schwert, du hast es. Ist das das Schwert, das du gesucht hast, Carlos? Genau, das ist es. Das Schwert, auf das mein Freund und ich einen Eid geleistet haben. Der Eid gilt für das ganze Leben. Wo hast du es denn gefunden? Es lag in den Energierohrruinen. Das ist robuster, als es aussieht. Na, ehrlich gesagt, das ist ja eher ein lausiges Schwert. Dass es beim Aufprall nicht zerstört wurde, ist unglaublich. Ich habe doch gesagt, dass ich das finde. Ich war mir sicher. Ha, du hattest recht. Wie hätte ich das nur ohne deinen Tatendrang schaffen sollen?
Du bist so trotziger, unverwüstlich wie eh und je. Jetzt kann ich meinen Eid doch noch erfüllen. Ich habe geschworen, Natalia zu beschützen, solange ich lebe. Das Schwert scheint dir ja wirklich wichtig zu sein. Ich bin froh, dass du es wieder hast. Ich möchte dir gern meine Dolche vermachen. Sie sind nichts Extravagantes, aber robust und sehr handlich. Ich brauche sie nicht mehr, weil ich ja jetzt das Eidschwert habe. Du hast dir diese Waffen für deine Hilfe redlich verdient. Vielen Dank, Fiora. Gern geschehen, Carlos. Sehr gut, genau. Wäre das erledigt, die Flinkdolche, und wir kriegen den Charakterzug Trotz. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Ich glaube, die Dolche sind nichts Besonderes. Ich schaue aber mal kurz nach. Ja, die sind eher relativer Standard, aber das Wichtigste ist der Charakterzug Trotz, der wirklich mächtig ist. Fördert Konterrate, vor Vision gewarnt, mehr Schaden bei nächster Technik. Das ist auch nicht schlecht. Kriegen wir erstmal 25% drauf bei einer Vision. Das ist schon ganz cool. Konterangriffe sind immer kritische Treffer. Ja, Crit-Garantie, das ist halt richtig, richtig gut. Und das können halt auch andere übernehmen, natürlich mit dem Sockel. Dementsprechend super nützlich für viele Leute. Top-Ding auf jeden, der Ultima-Konter. Lebenskraft. Erlittener Schaden füllt manchmal Spezialanzeige komplett. Das ist schon interessant. Also ich meine, sobald das triggert, kannst du immer wieder dein Special benutzen. Es hat halt nur 2%, aber es ist schon an sich sehr mächtig, wenn du es auslöst. Aber ein bisschen unzuverlässig. Aber ja, immer noch ziemlich nett, denke ich. Doppelangriffe sind immer kritische Treffer. Ja, ich denke mal, das ist das Wichtigste. Das ist halt absolut insane eigentlich. Weil früher oder später spielst du auf ziemlich vielen Charakteren deine Doppelangriffsjuwelen. Auf Fiora, auf Shulk, auf Dunban auf jeden Fall. Und selbst der Rest ist so ein bisschen, ja, kann man durchaus auch machen, wenn man Bock drauf hat. Und das Besondere an Crits sind halt nicht unbedingt, dass die mehr Schaden machen, sondern ich sag's ja immer, das Besondere an Crits, dass sie die Gruppenleiste mit auffüllen. Also wenn du einen kritischen Treffer landest, kriegst du ein bisschen Gruppenleiste drauf. Und je mehr kritische Treffer, desto besser. Und wenn du eine hohe Doppelangriffsrate hast und die immer Crits sind, ist halt richtig gut einfach. Also du füllst die Gruppenleiste nochmal schneller. Und insofern, ich würde, glaube ich, auf den Zweig auch direkt dann mal wechseln, bevor wir Tapferkeit abschließen. Sehen wir mal. Einsatz von Spezialtechniken erhöht Mut um eine Stufe. Das ist halt auch super gut eigentlich. Weil Mut auf Maximum, dann brauchst du ja noch nicht mal mehr Crits und die Gruppenleiste steigt an sich. Und generell profitierst du bei vielen Effekten auch noch davon. Deine Techniken werden stärker, du bist präziser und was weiß ich alles. Also steckt so viel drin. Das ist ein wirklich verdammt starker Charakterzug und ich würde ihn definitiv mitnehmen und ausbauen. Vor allem, weil auch viele andere auch noch davon profitieren. Das ist super. Ja, hier ist halt der Crit-Schaden noch ganz nice, aber es dauert sowieso, bis ich da hinkomme. Insofern gehen wir direkt auf Trotz. Damit machen wir absolut nichts verkehrt. Das wird sich super bezahlt machen später. Ich freue mich da schon drauf. Es ist halt wirklich stark. Ich werde jetzt kurz mal diese Quest, die ich mir markiert habe, noch abschließen. Dann sehen wir uns bei dem möglichen Harmoniegespräch wieder. Und dann können wir ja nochmal weitermachen hier, wo wir eigentlich beim letzten Mal stehen geblieben sind, beziehungsweise ja, im Mekonis-Gebiet, dann schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Insofern, bis gleich, Leute. Und da sind wir auch schon beim Shulk und Fiora-Gespräch. Das ist das letzte Harmonie-Gespräch für heute. Genauso wie früher. Du, Shulk, tust du mir einen Gefallen, nur einen ganz kleinen? Sicher, wenn ich kann. Du bist sogar der Einzige, der es kann. Das klingt wichtig, worum geht es denn? Was? Ach so, warum? Ach, das gibt dir den Abzug, weißt du? Deinen Körper? Ja, eines Tages werde ich meinen Körper wieder haben und dann will ich wieder hierher kommen. Mit dir zusammen. Würdest du mit mir kommen? Gern, das ist wirklich schön hier. Ich wusste, du würdest ja sagen, ich bekomme jetzt schon Lust, ins Wasser zu springen. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Wenn der Kampf vorüber ist, kommen wir alle zusammen her. Doch nicht mit allen. Na gut, wenn du meinst, nichts? Schulk, du, ach, ich will doch nicht mit allen zusammen baden gehen. Ich will mit dir herkommen. Nur mit dir, Schulk. Ach so. Ach so. Ich kann es nicht fassen. Du wirst es nie kapieren, Schulk. Tut mir leid, das nächste Mal sage ich das Richtige. Ach ja? Und was wäre das Richtige gewesen? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder zusammen herkommen könnten. Wir beide, meine ich, zu zweit. Ha, na gut, das wäre zumindest ein Anfang. Jetzt muss es nur noch so klingen, als meintest du es ernst. Na gut, das nächste Mal sage ich es so, dass es dich glücklich macht. Versprochen. Oh Mann, ey. Jetzt hast du meine Erwartungen nach oben geschraubt. Enttäusch mich nicht. Okay, interessant. Gut. Hätten wir das auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, jo, jetzt geht es dann mal weiter mit Handlung oder so. Mal gucken, wie weit wir kommen.
Und da sind wir nun endlich mal hier, können weitermachen. Im großen Mekkon-Lager müssen wir hier erstmal einen Weg freiräumen, indem wir diesen M90 Kommandeur vernichten. Hoffentlich gelingt uns das mit dem Team. Aber sehen wir mal. Als allererstes sollten wir vielleicht auf die Offensivleute hier losgehen. Denke ich mal. Schauen wir erstmal, dass wir die Lähmung raushauen und vielleicht noch ein bisschen was absorbieren. Und dann können wir gerne Übertakten aktivieren. Stimmt ja, das hatte ich auch vorher noch gar nicht drin. Das habe ich auch gar nicht gesehen, was auf die bekommen. Und Übertakten ist halt mega stark. Sollten wir auf jeden Fall direkt ausrüsten. Macht man nichts verkehrt damit. Das Ding gibt uns ordentlich Doppelangriff, Hass und die rastet einfach komplett aus, schon mit normalen Angriffen dadurch. Es ist ziemlich insane, diese Aura. Die ist auch sehr, sehr mächtig. Ein bisschen vergleichbar mit Hitzeflimmern. Ich weiß gar nicht, was theoretisch als besser angesehen werden könnte überhaupt. Naja, gut. Das sollte auch kein großes Problem sein. Den haben wir schnell weg. Oh, Schurk hat sogar gut Schaden bekommen, aber ist egal. So, es ist der zweite Gang drin. Das heißt danach... Ah, nee, Quatsch. Hat sie nicht gar nicht mehr geschafft oder was? Hey, Moment mal. Was? Moment, Schurk ist gerade... Oh mein Gott, genau in dem Moment? Wirklich? Okay, das ist nervig. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Oh Gott, und eine absolut schreckliche Angriffskette, wirklich. Na großartig, danke dafür. Na immerhin können wir jetzt Schuld wieder holen, dann passt das schon. Ärgert mich gerade trotzdem sehr. Okay, wir haben ihn ja. Sehr gut. Alles klar. Dann sammeln wir kurz das Loot auf und gehen weiter. Das war jetzt irgendwie ganz schön weird alles. Einfach komisches Timing, aber egal. Ab zum Lüftungsschacht, wir sprengen uns jetzt gar durch, Leute. Was? Könnte aufgesprengt werden. Ja, ich habe den doch gerade bekommen. Moment mal, finde einen Weg nach oben. Ach, die Waffenproduktion nutzen, wow. Momentchen. Wäre halt nur schön, wenn einem das auch direkt auf der Hauptkarte schon angezeigt werden würde, vielleicht. Das wäre vielleicht noch sowas, aber egal. So, okay. Dann ist der Sprengstoff jetzt da. Dann können wir jetzt weiter. Oder Bombe fertiggestellt. Das ist ja lustig. Tja. Gut. Also. Mehrere Ebenen nach oben. So, Lüftungsschacht. Etwas umständlich, wie gesagt, aber egal. Ab geht die Post. Boom. Vor allem niemand geht in Deckung oder so. Einfach bam. Das ist schon ein bisschen billig. Ganz im Ernst, aber egal. Mission erfüllt. Gut. Wie auch immer. Der Weg ist frei. Gehen wir weiter. Weiß gar nicht, wie viele Hindernisse uns noch in den Weg gestellt werden. Aber genießen wir, dass wir einfach in Ruhe laufen können. Denn davor waren die Parts ja wirklich vollgepackt mit Kämpfen ohne Ende. Und jetzt so, die beiden Parts, die waren jetzt auf jeden Fall sehr entspannt. Und irgendwie hat man doch sehr viel auch geschafft, muss ich sagen. Das ist ganz cool. Ja, Kiora, bitte. Gott. Wir können sowieso die sehr gute Musik auch noch genießen nebenbei. M88 minus, ja natürlich, es muss ja noch so ein paar Gegner geben, warum auch nicht. Warum sollte es auch anders sein, ne? Sehr gut, hat Aggro gezogen, ich raste jetzt erstmal aus. Oder so. Hau erstmal deine Doppelangriffe raus, das passt schon. Dieses Angriffstempo von hier ist halt wirklich krass, ne? Wenn du bei Fiora noch so ein bisschen dann auf Crits gehst und so, mit Hast und Doppelangriff, ist es dann wirklich komplett verrückt. Da kannst du richtig schön zuschauen, auch wieder wie die Gruppenleiste steigt. So wie Dunben halt mit seinem Hitzeflimmern, der da einfach 100% Crit hat. Der kann ja nur noch critten, das finde ich auch immer lustig. Ich weiß gar nicht, wer jetzt als allererstes auf uns losgeht. Doch, schon du. Also gut. Ja, ich meine, Übertakten wirklich dürfte eine der besten Auren im Spiel sein. Ist auch noch ganz interessant, wenn sie uns jetzt einen Flair geben würde hier. Also Melia. Hat sie aber, glaube ich, sogar gerade drin, oder? Bei den anderen ist auch jeweils Stärke Buff. Das kann eigentlich nur an Melia liegen. Jo, sehe ich auch gerade.
Wir können natürlich auch mal so ein bisschen nochmal ausrasten, ne? Das ist halt auch sehr, sehr krass. Das ist aber noch viel, viel krasser, wenn du es später mal einsetzt. Aber ja, wir können auch einfach mal die volle offensive Power raushauen. Sehr schön, ausgezeichnet. Die machen wir weiter, Doppelklinge. Schade, leider hat es nicht mehr gereicht, um ihn umzuboxen. Aber langsam war sicher, kommen vielleicht mal stärkere Ketten wieder zum Einsatz. Sehen wir mal. Die Harmonie ist jedenfalls besser. Wir haben ja schließlich viele Gespräche mitgenommen. Inzwischen verstehen die sich alle ein bisschen besser hier. Wenn es noch weiter nach oben geht, dann eskaliert das irgendwann noch hoffentlich so richtig schön. Ach, come on, wirklich. Ja, warum müssen wir das auch immer so vollpacken? Ich finde, manchmal rasten die mir doch zu sehr damit aus. Mag jetzt vielleicht auch nur mein Empfinden sein, aber ab dem Punkt streckt es halt fast schon so ein bisschen, finde ich. Ich meine, natürlich muss es auch was zu tun geben. Das ist mir schon klar. Aber ja, an einem gewissen Punkt ist immer so ein bisschen... Ich hätte tatsächlich lieber weniger Kämpfe, aber dafür eher anspruchsvolle Kämpfe, muss ich sagen. Das finde ich dann doch etwas interessanter. Und dann halt dafür ein bisschen anders das Ganze auffüllen, aber schon mal Dungeon Designs angesprochen, ne? Andere Elemente reinpacken, ein bisschen kreativer sein. Natürlich ist in einem JRPG immer so die Hauptkomponente mitunter das Kämpfen. Ist klar, ja, besiege die Einheiten. Es ist hier halt wirklich vollgepackt mit allem Möglichen. Also, alles klar. Ja, eigentlich sollte man immer auch erst auf die losgehen. Das könnte jetzt eventuell eskalieren, weil ich jetzt nicht richtig rankomme und das nervt mich gerade tierisch. Schauen wir erstmal, dass wir Lähmung raushauen. Ja, ist ein bisschen verwirrend gerade. Blickt da selbst gerade nicht so ganz durch, was hier gerade abgeht. Ja, jetzt immerhin hat er sich mal so eingemischt. Oh mein Gott, wir sind da ganz schön kaputt gerade. Das ist halt auch richtig nervig. Ich hoffe, wir kommen noch zur Angriffskette, das wäre ganz schön. Sieht nämlich nicht gut aus gerade, überhaupt nicht, nee. Oh Gott, ey, da sind noch zu viele andere und das ist gerade sehr verwirrend. Viel zu verwirrend. Weiß nicht, ob das noch hinhaut, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Wo liegt überhaupt Schulk? Ich sehe gerade gar nichts. Das ist komplett unübersichtlich. Wartet, wir gehen mal raus. Ich habe keine Lust. Sorry, aber... Das muss jetzt echt nicht sein. Ist wahrscheinlich besser, wenn wir nochmal dann so unsere Kräfte sammeln. Das war jetzt gerade einfach super nervig. Noch dazu brauchen wir in der Gruppe nicht unbedingt eine Komponente von den beiden. Ich denke, was ganz gut wäre zum Beispiel... Warte mal, Dunben aber, glaube ich, gerade nicht die passende Klinge dran. Ja? Nimm mal Dunben statt das nochmal kurz rein. Aber ich nehme mal ganz gerne Melia in Lead. Das macht nämlich auch ziemlich viel Spaß, wenn man es richtig macht. So, hauen wir erstmal den Erdtag-Kraft entsprechend hoch. Dann machen wir so ein bisschen Damage-Over-Time-Effekte rein. Das macht dann auch sehr viel Spaß, nämlich. Kommt da was Physisches oder was? Nee, das ist Spezialtechnik. Auf Dunben. Physische Barriere haben wir auch drin und das passt schon fürs Erste. Ich kann auch ein bisschen warten. Oh, verdammt, gerade eben. Ich habe gerade noch drauf gedrückt. Das gibt's doch nicht. Oh, ich krieg die Krise. Wie hast du überhaupt Aggro gezogen, Melia? Das sollte gar nicht möglich sein. Oh, ich krieg die Krise. Das läuft gerade nicht so, wie ich es ganz gern hätte. Ach, ich habe ja gar keine Elemente mehr drin jetzt. Oh, Mann. Okay, die nerven mich extrem. Die sind da super anstrengend. WTF. Oh mein Gott, kannst du aufhören, Aggro zu ziehen? Ey, das gibt's doch nicht. Ist doch nicht mehr normal. Oh mein Gott. Ja, wir verschwinden noch mal kurz. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los hier? Du kommst ja nicht richtig durch hier. Das Problem ist dann, wenn das angewiesen auf Schulk, oder? Hat er gerade Anti-Mekon-Waffen drin? Mal kurz gucken. Nee, der Schlingelschläger ist garantiert keine Anti-Mekon-Waffe. Weil so brauche ich da nämlich Schulk. Das ist nämlich das Problem dabei. Ja.
Dann machen eine Gruppe aus. Moment. Wenn wir Fiora noch drin haben, kann man Tendenz ja schon machen. Schon auch nicht schlecht, aber ich würde hier nochmal wechseln. Wobei, nein, du kannst auch ins Schwanken bringen. Wobei, das kann Schulk auch. Wenn man meint, dann nimm mehr klassische Kombos einfach, ganz im Ernst. Wir auf jeden Fall das Dunben die Aggro zieht erstmal. So, dann schauen wir doch mal, wie es jetzt aussieht. Dann hauen wir eine Monado Rüstung noch rein. Ich glaube, dann geht es uns jetzt all ein bisschen besser. So, sehen wir doch mal. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die ganzen Sachen ja wieder drin. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wie wir das machen wollen. Hier geht eigentlich ziemlich viel, theoretisch. Oh mein Gott, diese kurzen Angriffsketten. Ich könnte jedes Mal ausrasten. Aber immerhin liegt jetzt mal einer. Das ist schon nicht schlecht. Boah, ist das unübersichtlich. Ich hasse diesen Ort gerade einfach so übelst. Das ist ja der Wahnsinn. Das triggert einfach extrem. So, jetzt können bitte mal die offensiven Noteinheiten hier raus. Das ist ja schrecklich. Wir werfen die jetzt erstmal um. Langsam aber sicher kriege ich nämlich echt die Krise. Man merkt es, glaube ich, schon dezent. Die triggern mich wirklich gerade so ein bisschen. Ja, mach mal die Lähmung mit rein. Ist schon in Ordnung von hier aus. Jetzt haben wir zwar nicht unbedingt die beste Farbkombination, aber egal. Wir wollen uns erstmal eine Zeit verschaffen. Das passt schon. Und dafür eignet sich so eine Angriffskette immer noch mit am besten, würde ich sagen. So, ich hoffe mal. Oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Oh, verdammt, gerade in dem Moment. Schon wieder wollte ich reindrücken. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, das ist hier extrem viel Schaden auf einen zukommt, nämlich an dem Punkt. Gerade das merke ich. Sie sind einfach, dadurch, dass alles so Offensiveinheiten sind, das darf man nicht unterschätzen. Sie sind schon relativ stark an sich. Wir haben schon offensiv einiges drauf. So, jetzt schmeißen wir dich noch um und dann passt ja aber auch alles. Ne? Dann ist hier endlich mal Schicht im Schacht, dass hier Ruhe angesagt. So, bitte, geht doch. Na also, dann macht einen ganz starken Move. Ist ja von der Farbkombination doof, aber egal, ja. Das heißt wieder ein wildes Durcheinander. Aber egal, der ist Geschichte. Und gut ist. Ja. Das war sehr nervig, der Fight gerade. Meine Güte, war der nervig. Einfach, du hast diesen extrem schmalen Durchgang und da staut sich irgendwie erstmal alles und dann hast du diese Offensiveinheiten, die leider alle ziemlich gute Damage-Dealer sind. Ziemlich nervig. Einfach nur. Ja, und mit sowas wie Melee oder so kannst du in dem Fall auch nicht wirklich rein, weil da hast du diese drei, das ist leider doch relativ wahrscheinlich, dass es doch Aggro zieht, auch wenn ich mit Damage-Over-Time-Effekten arbeite. Und Melia ist immer sehr schnell weg, wenn sie mal Aggro zieht. Das ist immer das Hauptproblem von ihr. Das war sie sehr ungeeignet dafür. Ricky hätte man noch nehmen können oder Reiner. Auf jeden Fall ein bisschen die defensiv stärkeren hier. Dunben natürlich als AG-Tank sowieso. Er ist ja sehr viel ausgewichen, wie so oft. Gut, okay. Na, dann kommen wir doch irgendwie weiter wieder. Sehen wir mal. Barriere am Hauptturm. Ja, ich muss immerhin sagen, hier haben sie sich zumindest ausgetobt, dadurch, dass du immer wieder irgendwelche neuen Objectives bekommst am laufenden Band. Das ist zumindest ganz interessant gemacht. Aber auch hier irgendwie alles so ein bisschen eine Wegverlängerung gefühlt. Weil du läufst jetzt hier einfach lange Wege zu irgendwelchen Schaltern, die dann vollgepackt sind mit Gegnern. Und das ist es auch schon. Und dann von einem zum nächsten oder so. Kraftfeld ausschalten. Danke. Natürlich haben wir jetzt auch ein weiteres Kraftfeld. Weil es so schön ist, selbstverständlich. Was wird mir jetzt überhaupt wieder angezeigt? Jetzt muss ich erst den Aufzug nach unten nehmen, muss wahrscheinlich irgendeinen anderen Schalter aktivieren, damit ich dann da durch kann. Was wahnsinnig großartig ist im Übrigen. Sensationell.
Nee, warte mal. Moment, das wird mir doch anders angezeigt. Stopp, halt. Was ist denn hier los? Habe ich mich jetzt vertan? Nee, oder? Ach so. Ah. Okay, es kommt anscheinend nochmal so ein bisschen Verstärkung. Alles klar. Ja, gut, schön. Dann, have fun oder so. Denkt mal, mit dem Team wird das schon immer noch klappen. Immerhin haben wir die coole Musik. Das macht schon direkt Spaß. Wir haben so ein paar Leute demotivieren können, oder? Muss ein bisschen aufpassen, nämlich. Verlagere euch mal auf die Zwerge. Die heißen ja sogar so. Ich finde das ganz witzig. Meine Güte, Leute. Das ist schon wieder nicht. Zwerg. So, jetzt aber. Wirklich, muss ich schon wieder Aggro ziehen? Ach, come on. Wer macht das? Du da vorne, okay? Dann würde ich mal sagen, boxen wir dich mal kurz um, oder? Kann sich nicht mehr entscheiden, oh Gott. Jo. Du landest am Boden, mein Freund. Meine Güte, das ist aber ganz schön krass hier gerade, ne? Mach ich so weiter? Ja, komm, vielleicht verlängern wir an der Rot besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er hat Stacheln, wenn er liegt. Oh, ich hasse sowas. Oh, come on, ich wollte gerade... Oh nein, nicht schon wieder das. Ich hasse es so sehr, weil du halt Auto... Oh, das Problem mit Xenoblade und Stacheln ist, dass es ein Autosystem ist. Du kannst deinen Angriff ja nicht canceln vorab. Das heißt, es werden die Stacheln aktiviert und du bist quasi tot, weil du die Stacheln aktiviert hast. Das ist ein schlechtes System vergleichsweise. Ich mag sowas nicht. Ist immer noch besser, wir gehen erstmal auf die Zwerge, Freunde. Die haben sicherlich wieder irgendwas Fieses drin. Danke dafür, egal. Ja. So wieder demotivieren und was weiß ich, da kommen die ganzen Effekte dann nämlich rein. Aber gut, wir wissen jetzt wieder, die haben so komische Stacheln drin, da müssen wir halt aufpassen. Oder halt mit einem Löscher zumindest dann direkt, ne? Bereithalten mal, das passt dann schon. Und Schulk soll vor allem keine Aggro ziehen, nicht so krass zumindest. Das wäre auch noch sehr, sehr schön. Warte mal ganz kurz, Moment. Erstmal Rüstung bitte nochmal. Dass das alles ein bisschen entspannter abläuft hier. Danke, dass es gerade in dem Moment passiert, wo ich Rüstung einsetze, was vor allem schützt, außer das. Wunderschön. Ja, ich kann auch ein bisschen Katze und Maus spielen wahrscheinlich. Und dann müssen wir halt eine Offensivkette benutzen. Das geht schon auch klar, aber in dem Fall jetzt wirklich offensiv draufballern. Also dann, Ben. Ach, du kannst ihn da sogar umhauen. Weiß nicht, ob wir das in dem Fall brauchen, aber es wäre eventuell... Nein, stimmt ja. Nee, Quatsch. Das rede ich dann schon wieder. Siehst du, du denkst dann trotzdem wieder, es geht dann irgendwie doch anderweitig. Aber es geht natürlich nicht anderweitig. Oh, ob das noch in 2 Sekunden schafft, oh Gott. Nein, das schafft er wahrscheinlich wieder nicht, oder? Oh, es war so klar. Oh, es war so klar. Und natürlich haben sie noch umgeboxt. Ja. Verflucht noch eins. Das gibt's doch einfach nicht. Ich krieg die Krise. Eine ganz nervige Gegnerkombination. Schrecklich. Nein, die Challenge sind nicht so stark. Ich hasse sowas. Ach. Spiel, bitte mach mir nicht solche Vorschläge. Was zum... Muss das jetzt sein? Okay. Na, dann sind wir jetzt reduziert, oder was? Wow. Toll. Dann können wir wahrscheinlich auch sogar vernichten, schätze ich mal. Oder auch nicht, sehen wir mal. Gaia-Säge schon wieder. Sorry.
So. So sieht die Sache schon wieder anders aus. Können wir mal darauf vorbereiten, dann können wir vielleicht auch wieder versuchen, eine Angriffskette zu zerlegen oder so. Mal gucken. Interessant. Ich habe das Gefühl, dass Gegner oft direkt nach Monado-Techniken ihre Angriffssachen einsetzen, die man irgendwas braucht, was Monado zum Einsatz kommt. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Kannst du direkt so weitermachen, so. Ach ja, nett. Das ist doch gut. Na, also geht doch, meine Güte. Ganz schön nervig. Alright, dann ist jetzt doch der Weg offen, oder was? Ich glaube, dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter und gehen mal nach oben. Genau, dann sollten wir eigentlich auch schon bald da sein und dann haben wir eine ganze Menge Story. Insofern freue ich mich schon auf das nächste Mal. Es wird auf jeden Fall sehr